Skype. Hört sie Obwohl, sich ist sie auch. wahrscheinlich. Ich habe ja beschäftigt, merke ich gar nicht, wenn sie online kommt. Was, Lisa hat Skype? Ja. Oh. Oh, neue Chance. Oh. Oh. Da könnte auch noch ein Fenster rein. Und da auch. Und der da kommt auch weg. Und die Erde hier, die kommt auch weg. So, Verdammt. Kein Stein mehr. Tralli-tralla. Tralulala. Hier kommt, glaube ich, eine Sitzecke hin. Hier mache ich eine Sitzecke hin. Hör auf! Was machst du denn schon wieder, hä? Guckt guck durch die Tür. Persönliche Scheiße aus dem Bratpfanne. Geh mal rein. Also, ja, nicht ausrutschen. Da ist sogar Dreck drin. Da muss Leben rein. Sehr kreativ, äußerst kreativ. Das war er aber schon immer. So, jetzt ist es vollendet. Ja. Hey, ich habe noch eine Idee, was wir machen können. Oh, da macht du eine Sitzecke, da muss noch eine Blume drauf. Ja, ich habe gerade keine. Aber muss es denn wirklich gerade so kackbraun sein? Dann machen wir später noch mit grüner Wolle, tun wir das noch ausbessern. Was labert der? Keine Ahnung. Ja, seine komische Kackerde in der Sitzecke. Oh, wie willst du eine Blume auf den Kack grün machen? Ja, dann nicht, aber die Kackerde in der Wohnung, wie sieht denn das aus? Ja, mach eine Blume. Na, kacke ich. Ja, genau. Kacke ich. Das kannst du bei Bratpfannes Scheißhaus reinmachen. Da kannst du eine Blume reinsetzen, da kannst du mit einer Blume den Arsch abputzen. Das ist so nobel, sich mit einer Rose nach den Arsch abzuputzen. Wie bitte? Nix Vieh, Titte, Kuhäuter. Ja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen Weg nach draußen. Ja. Finde ich ja sehr gut. So einen öffentlichen Tunnel nach draußen, der sogar jetzt ein bisschen mit Fackeln markiert ist und so. So, die Betten habe ich jetzt auch zugeteilt mit Schildern. Cool. Ich brauche eine Axt. Ich habe keinen Bock mehr hier ohne Axt. Oh, mein ICQ-Date ist online. und du filmst immer noch, verdammt. Du sollst ja nicht mehr das Labern auf. Braucht jemand Feuerstein? Ich habe 12 Stück und Schnur habe ich auch. Schnur? Hey, ich kann einen Bogen basteln. Ah, das ist ja jetzt das Gute, dass wenn man die Bäume abfackelt, dass das Holz wenigstens weggeht und die Bäume nicht so ewig brennen. Ja, jetzt findet er es gut. Ja, jetzt kann man gar keine Kamine mehr bauen, finde ich. Muss ich erst in die Hölle gehen. Ich habe das schon immer scheiße... Nee, das kannst du jetzt bloß mit Netherstone machen. Ja. Ja, was hat denn der gerade gesagt? Hä? Hä, Herr Kai? Hä? Echt? Er hat gerade gesagt, da braucht man Netherstone. Ich habe nicht zugehört. Warum baust du dir da 2x4? Ah, Fuß. Ah! Style! Ja, zumindest sieht das bei mir geil aus. Ich weiß nicht, wie das bei euren Texture-Packs ist. Ich weiß ja nicht, was ihr für Texture-Packs drin habt. Das sieht so aus, als hätte man hier ganz viele Schachbretter. Nein, ich habe Misa drinne. Ja, ich für die anderen fehlt mir das Holz, könnt ihr mal machen. Alex, Texture-Pack? Ja, immer meins, immer noch. Ja, deins. Ja, das ist das. Scheiße. Fail. Komm mal her, Kai. Schau dir das mal an. Ich hab das eh ernst. Bratpfanne, Sklave Nummer 2. Bratpfanne, Sklave Nummer 1. Meister Bratpfanne. Ey, das ist jetzt aber gemein. dann mach doch Sklaventreiber Bratpfanne, Co-Sklaventreiber Midnight und Sklave Alex. Das ist eine Idee. Gut.
Der hostet den Server und kriegt auf den Sack, weißt So, Axt, genau, hab ich. Oh, hier ist ein Schwein auf dem Scheißhaus. Auf dem Scheißhaus? Ja, auf dem Scheißhaus war ein Schwein. Nicht im Scheißhaus. Nee, auf. Toll. Hey, ein Schwein. Ja, du. Nein, Schwein. Ja, du. Nein, Schwein. Du, Schwein. Nein, Schwein. Ja, du. Nein, Schwein. Ja, du, Schwein. Nein, Schwein. Hör auf, mit mir zu streiten. Nein, Schwein. Was soll ich für Alex hinschreiben? Ja, Sklave Alex halt. Nein, ich bin kein Sklave. Kriegst gleich Sklave. Ja, doch. Nein. Dieses scheiß Schwein. Komm her, ich schubse die Klippe runter. Finde ich gut. Oh nein, es ist bloß das Kotelett runtergefallen. Persönlich ist scheiße. Erstmal Licht anmachen, ich sehe ja hier gar nichts. Wird das gerade schon wieder dunkel? Was machst du in meinem Scheißhaus? Na, das darfst du aber nicht benutzen, das ist mein persönliches Du. Ich hab's ja nicht benutzt, ich hab's mir nur angeguckt. Verdammt, muss ich noch dran schreiben. Sogar die Fackeln hat er gedacht. Ah, Radfahren ist auch mal zu Besuch, ey. Gar nicht. Wir brauchen Feuerzeug. Ach so, warum? Ach so, ja. Was hier lästig ist. Ihr habt doch Flintstone, oh, wir haben noch kein Eisen. Ja, eben. Nicht mein gutes ganzes Holz wegmachen. Na, dann geh ich mal unten in die Höhle rein, kurz reingucken. Vielleicht finde ich ja am Anfang Holz, Eisendingens. Weil diese Mammutbäume, das ist echt. Oh. Warum musste Notch sowas machen? Damit es mal Abwechslung bei den Bäumen gibt. Oh, und tut er uns das an? Oh. Nun ja, ich mache mir lieber noch ein Schwert, ein Steinschwert, das soll helfen. Mach lieber ein Diamantschwert, das hilft doch viel mehr. Ja, ja, Diamant in der Tasche oder so. Jetzt so, ja. Gut, brauchen wir Holz. Holz. So, runterkommen ist einfach, aber... Oh. Ich hab da oben eins vergessen. Ab wieder nach oben. Ja, ja, Wolke. Nach oben. Ey, du Wolke, geh nicht durch meinen Magen, ja? Hä? Anderem Schmetterling im Bauch und du Wolken, oder was? Ja, ich merk's schon. Das gefällt mir so nicht. Wo die Schmetterlinge haben sich Wolken gecraftet. Oh Mann, ich hasse dunkle Höhlen mit ganz vielen dunklen Monstern. Oh, hier ist gar nichts drin. Das ist eine übelst kleine Höhle. Das kann man nicht mal Höhle nennen. Das ist vielleicht ein Bauchnabel oder so. Bauchnabel der Welt. Oder des Berges. Ach, der Welt, ja. Und der Anus wäre schon größer. Scheiße. Ja. Habe ich irgendwie Halus oder wird's dunkel? Es wird dunkel, deswegen bin ich wieder runtergegangen. Oh nee, jetzt muss ich erstmal wieder hochschwimmen, ey. Ah nee, ich habe ja unten einen Notbunker. Ha! Notbunker. Ich mach erstmal die Türen hier zu. Wo springt Alex eigentlich rum? Ja, der macht die Tür zu und ich bin noch gar nicht drin. Ich weiß gar nicht, wo du rumspringst. Ich lieg im Bett, ganz alleine. Ich hab ein Dreierbett für mich. Kannst dich quer reinlegen. Jo. Ich komme. Oh. Aua. Ich lieg. Ich auch. Ich komme. Du sollst nicht kommen, du sollst hinlegen. Ich bin kein Sklave. Nicht erst an dir selbst rumspielen. Das kannst du nachher aufstehen dann machen. Neben Kai spielt er an sich selbst rum, ey. Im gleichen Bett wie Kai. Nein! Ekelhaft!
Dieses Verdammt, Bett ist heute noch was? Ich lege mich auch neben das Bett, wie geil. Verstand, dieses Bett ist belegt, das hatte ich auch noch nicht. Das Bett ist belegt. Du alter Hondrier. So. Hier ist der Notausgang. Für den schnellen Tod. Hier gab es noch irgendwo noch eine kleine Einbuchtung. Ah ja, da unten ist eine kleine Höhle. Mal gucken. Nee, das war Creeper-Schlucht. Creeper-Schlucht? Was? Apropos Creeper, ich sehe da was. Ein Creeper? Ja. Warum stehst du eigentlich da? So blöd. Angst. Hey, siehst du mich? Nee, ich neben dir, du Vogel. Oh, yeah. ich wollte eigentlich da, guck mal, ich wollte hinten in die Höhle gehen, um da zu gucken, ob da Eisen ist für ein Feuerzeug, aber nix da. Aber hier war irgendwo noch eine kleine. Hier. Ich brauche auch mal ein Schwert. Aber ich glaube, ich habe einmal einen Stein weggemacht. Ja. Ach ja. Ich kann dir Stein geben, wenn du willst. Hey, hier ist Kohle jede Menge. Wow, hab ich mich erschrocken. Nein! Oh, ich hab gehört. Scheiße. Bist du jetzt hier reingegangen? Ey, hier ist ein Loch. Alex, guck mal in meine Nähe. Hier unten ist ein Loch. Hier oben. Guck einfach in meine Nähe und komm da so hin. Ohne auf die Ebene zu achten. Hä? Wo ist denn der Herr? Ein Meister. Ich bin unter der Erde. Egal. Ach so, du bist unter der Erde. Der Creeper hat so ein großes Loch gemacht, das reicht jetzt bis zur Oberfläche. Ach so. Ein kleines Guck doch. Oh Mann, hast du ein Steak dabei oder so? Schon noch zwei Herzen. Der denkt nur ans Fressen, ey. Ja, was denn? Aber wo fressen? Ich möchte mir auch mal was in den Ofen schieben. Da bist du. Oh ja. Hier kommt die zweite Notfallhöhle rein. Na, dann zieh ich mal die Kohle da unten. Mach das. Kohle können wir immer gebrauchen. Stein. Hier ist ein Bier. Hör auf nachzuhelfen. Stein. Wir hatten das schon mal gesungen. Hm? Wir bräuchten mal ein bisschen Eisen, Popeisen. Oh nee. Ihr seid so lahm. Nö. Wir haben unseren Spaß. Genau. Ja, ich merke das schon. Was zählt? Ich bin ja schwer am Schuften. Und wir haben Nein, Spaß. Ich bin auch am Kohle abbauen. Ich am Stein abbauen. Und du, Kai? Ich bin am Holz. Du wieder auf dem Bett und onanierst, oder was? Ja, das mache ich ja zumindest offscreen. Ach so. Ich muss ja nicht immer Alex daneben mit der Kamera in der Hand stehen. Minecraft-Porno drehen, das wär's doch mal. Da ja, hast du doch vor uns gesehen, Kai. Ja, genau. Ein Schwert? Ne, ich mach zwei Schwerter. Verdammt. Daneben. Ein Schwert und noch ein Schwert. Oh Mann, das waren 40 Kohle. Was? Wie viel? 40 Kohle habe ich hier gefunden. Boah. Das ist viel. Jetzt habe ich einen ganzen Stack. So. Na, ich bin noch nicht fertig. Doch, Stack müsste es werden. Boah, ich glaube, da habe ich aber viel zu rendern. Ja. Egal. Dann mach halt nicht so hohe Qualität, dann mach die Qualität niedriger, dann geht's so schneller. Ey! Nein, hier ist eine Höhle! Kommt mal jemand hier runter? Bist du noch unten, Alex? Ich will dir was Schönes zeigen. Ja, wo bist denn du? Hast du noch, kannst du dich erinnern an diese kleine Höhle? Ja, genau, da. Du musst da gerade irgendwie vorbeirennen. Was? Wow. Du musst zum Berg rennen? What the fuck? Ich höre nur auf den Creeper explodieren. Ja, nee, hier ist so ein kleines Loch. Hä? In die nächste Höhle. Ist ein Block frei. Und da guckt so ein Creeper durch, mich die ganze Zeit guckt er mich an. Jetzt kam irgendwie ein Skelett und hat sich mit dem Creeper gekloppt und hat alles in die... Ey, ich finde das voll witzig, irgendwie kloppen die jetzt sich alle gegenseitig. Ja, das sind geil. Ja, ich habe das auch schon gesehen, dass sich drei Skelette gegenseitig beschossen haben. Echt? Beschießen sie sich auch? Ich dachte, wegen Artenverwandtschaft machen die sowas nicht. Die machen zwar keinen Inzest, aber gegenseitig bekriegen tun sie sich trotzdem. Wir sind auch alles Menschen und bekriegen uns. Scheiße! Telefon! Okay. Das war bestimmt meine Mutter. Und das im Livestream. Im Stream. Nein, verdammt. Ja, peinlich.